Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid und heute eingeschaltet habt. Ich bin heute zu Besuch bei der lieben Esther Hofmann, eine ganz, ganz tolle Brautmodendesignerin. Und ja, seit ich jetzt hier in Düsseldorf bin, ich glaube, ich hier Dauergast, habe ich hier eingenistet. Nervt sie ein bisschen meistens. Nein. Ab und zu bringe ich einen Nikoläuse und Glühwein vorbei. Nee, Glühwein noch nicht, aber wir gehen trinken so. Und ich finde es unheimlich spannend, was sie macht, vor allem, weil ich selber gar nicht so genau weiß, wie das funktioniert, wie sie ihre Kleider macht und vor allem, wie das Ganze von Null auf entsteht. Weil, jetzt wenn ich das richtig verstanden habe, sind deine Brautkleider nicht unbedingt zwangsweise teurer als von einem Brautmodenladen. Kann das sein? Genau, das stimmt. Ja, und ich liebe ja handgefertigte Sachen und ich habe mir jetzt auch ein ganz toll gekauft, ich konnte nicht widerstehen. Oh, Loch in meinem Geldbeutel. Aber das lohnt sich einfach und ich glaube, man sollte einfach mal ein bisschen mehr darüber erfahren. Ja. So, aber ich glaube mal erst zu dir. Ja, erzähl einfach mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, wie kamst du dazu? Vielleicht in der Reihenfolge oder so. Okay, also wer ich bin, mein Name ist Esther Hofmann, wie wir es schon geklärt haben. Ich bin Diplom-Modedesignerin, jetzt seit 2016. Ich habe Modedesign studiert, dann habe ich hier in Düsseldorf meinen Abschluss gemacht. Und für mich stand eigentlich schon immer fest, dass ich mich selbstständig machen möchte damit. In welche Richtung war noch nicht ganz klar, aber ich habe während meines Studiums schon so meine Vorliebe für Abendmode quasi entdeckt. Das war immer so meins. Also Kleider, ich trage privat auch zum Beispiel nur Kleider und Röcke. Ich bin da überhaupt nicht der Hosentyp. Und ja, und dann hat sich das Ganze so entwickelt. Ich habe halt viel mit Fotografen und Models zusammengearbeitet, bei TFB-Shootings, freie Projekte, so kreative Arbeiten. Und habe halt viel Abendmode gemacht, Brautmode noch gar nicht so. Und irgendwann kam dann halt so die erste Anfrage, ob ich auch Brautkleider machen würde. Ich habe mich aber am Anfang nicht so daran getraut, weil ich mir dachte, oh, ein Brautkleid, ne, das ist halt so was ganz Besonderes und du möchtest es nicht versauen. Und irgendwann dachte ich dann, komm, du würdest es echt gerne mal machen, probierst das jetzt aus, springst da rein und es war einfach so ein schönes Erlebnis, weil das halt viel privater ist. Es ist so also ein Brautkleid ist halt so das besonderste Kleid, was man so im Leben einer Frau mal tragen würde, ne, könnte, würde, wie auch immer. Tut. Und tut. tut. Ja, also ein Brautkleid ist halt ein sehr sentimentales Kleidungsstück. Und ein sehr besonderes Kleidungsstück. Und dieser ganze Prozess hat mir so gut gefallen. Und es war so schön, auch die Braut danach zu sehen in ihrem Kleid. Und ja, und so fing das dann langsam an. Dann kam halt die nächste Anfrage und die nächste. Und dann habe ich auch entschieden, mich mehr auf diesen Bereich zu spezialisieren. Also handgefertigte Brautkleider auf Maß zu machen, individuelle Designs zu erstellen, gemeinsam mit meinen Bräuten das Kleid zu entwerfen. Und so hat das Ganze so langsam seinen Lauf genommen. Und jetzt seit neuestem mache ich auch meine eigene Kollektion, also vertreibe meine eigenen Designs und zuletzt auch in ein paar Boutiquen in ganz Deutschland verteilt. Wow, echt toll. Ja. Wie war das? Du warst schon immer modebegeistert oder wie kamst du zu dem Studium? Das ist, puh, gar nicht so leicht gesagt. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, schon seitdem ich ein kleines Mädchen war, war das mein Traum. Das stimmt gar nicht. Ich war immer schon sehr kreativ und Kunst war so mein Ding. Also ich habe früher auch Zeichenkurse gemacht, viel belegt, viel gemalt und handwerklich war halt so meins. Und ich wollte eigentlich mal Medizin studieren. Das war ja Tatsache nach dem Abi. Hab dann ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und hab dann ganz schnell gemerkt, das wäre überhaupt nicht für mich, weil ich da einfach an diesem Job zugrunde gehen würde. Und dann war ich halt wieder zurück auf diesen kreativen Pfad, weil dann dachte ich, okay, was machst du jetzt mit Kunst studieren? Ist halt schwierig, weil sich damals mir noch nicht so viele Jobs ergeben haben, also was man damit später machen könnte. Und Modedesign war immer was ich im Hintergrund hatte, aber wenn man halt mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hat, denkt man halt auch, was machst du damit? Ne? Und ich kannte auch niemanden, der das gemacht hat, aber irgendwie habe ich mich bei ein paar Schulen beworben, auch für Kommunikationsdesign und solche Geschichten.
wurde von fast allen abgelehnt. Man musste immer so eine Mappe einreichen und es war tatsächlich mit 5 und schlechteste Note, obwohl ich eigentlich nicht so schlecht zeichnen kann, wie ich behaupten würde. Also ist ganz okay, ne? Und und dann war ich dann in einer Modeschule und die haben direkt gesagt, okay, kannst ja anfangen. Dann dachte ich, ja, machst du es oder machst du es nicht. Ich habe halt länger überlegt und dann dachte ich, okay, komm, springst jetzt einfach rein, probierst es aus. Und das war halt genau das, was, also habe ich ganz schnell gemerkt, das ist genau das, was ich halt machen möchte. Es hat mir so viel Spaß gemacht und damit bin ich geblieben, habe es durchgezogen und heute sind wir hier. Voll schön. Dein Atelier ist in Düsseldorf. Genau, richtig? In Stadtmitte. Wir sind hier gerade auf der Stephanienstraße. Genau, hier müssen wir auch wissen. Ich weiß es ja. Ja, du weißt es. Manch andere vielleicht nicht. Wie viele Boutiquen hast du jetzt bereits? Also nicht du, sondern... Ja, es sind 11. 11. 11 in ganz Deutschland verteilt. Also man findet dich schon in 11 Boutiquen. Genau. Das ist schon eine Berlin, Zahl, Magdeburg, ne? Nürnberg, also schon nicht alle auf einem Fleck, sondern in Deutschland verteilt. Cool. Und was sind so deine Lieblingsstücke, die du so am allerliebsten kreierst? Was soll man das sagen? Also ich mag halt eher sehr feine Kleider. Ich bin nicht so der Typ für dieses Opulente, also mit viel Stoff und diese typischen Prinzessinnenkleider, sondern es soll schon figurbetont sein, figurschmeichelnd, auch dem jeweiligen Charakter entsprechen. Also es muss schon sehr viel von der Frau auch in dem Kleid stecken. Und ich lege sehr viel Wert auf Details. Es sind Kleinigkeiten wie ein schöner verzierter Rückenausschnitt oder eine ganz tolle Spitze, die dann das Kleid ein bisschen aufwerten. In der Regel muss es halt immer die Vorzüge der jeweiligen Person unterstreichen. Und das ist ganz unterschiedlich? Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es kommt ja auch immer drauf an, sag mal, alles kann, nichts muss. Und es ist halt immer eine Typfrage. Die eine sagt, ich mag halt dieses verspielte, romantische, das leichte, ne, mit Tüll und Spitze. Die andere sagt, ich bin aber eher ein klassischer Typ, dann sind solche Materialien gar nicht unbedingt vonnöten, um so den Charakter hervorzuheben. Wenn jemand sagt, ich bin halt ein eher konservativer Typ, so diese schlichte Eleganz, dann muss man da gar nicht viel Shishi einarbeiten. Vielleicht so kleine Highlights, das muss ja nicht so super simpel sein, obwohl das auch sehr schön aussehen kann. Das ist halt wirklich eine Typfrage. Ja. Was war bisher dein tollstes Kleid für dich? So, was du entworfen hast, wo bist du? Für eine Kundin jetzt oder? Ja, schon. Was war das schönste Kleid? Das kann ich gar nicht so sagen, weil ich in jedem Kleid immer ein Teil von mir auch. Also ich stecke sehr viel Herzblut in jedes einzelne Kleid und jedes Kleid ist auf seine Art und Weise wunderschön. Es gibt halt Sachen, die einem besonders im Gedächtnis bleiben, weil sie sehr aufwendig waren. Das war zum einen das erste Hochzeitskleid, was ich gemacht habe, weil das natürlich eine riesen Herausforderung war und ich fand es auch wunderschön. Und eines, das war auch mit sehr viel Arbeit verbunden, das war ein Kleid, das waren quasi zwei Kleider in einem. Also das Kleid für die Trauung war ein Hochzeitskleid im Fit- und Flair-Stil, also das ist an der oben etwas schmaler ist, auch an der Hüfte, figurbetont und dann geht es halt nach unten hin, läuft es so aus, zu einem sehr weiten Rock, auch mit Schleppe. Das waren, glaube ich, 1,5 oder 2 Meter Schleppe und dann konnte man unter den Schichten den Rock rausknöpfen und hatte dann wie so ein kurzes Partykleid für später. Und das war natürlich eher ein architektonisches Meisterwerk, kann man sagen, weil wir das nicht so einfach machen wollten, wie hier mit Gürtel abnehmen. Sondern es war wirklich so ganz viele verschiedene Schichten, wo man dann dazwischen den Rock rausknüpfen konnte. Und das so umzusetzen in ein Kleidungsstück, dass es halt auch aussieht, war eine Herausforderung, aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und das sind so meine Sachen eigentlich. Ich bin ein Freund von dem Außergewöhnlichen, von Herausforderungen und ich freue mich immer, wenn jemand andere Ideen hat. Ne? Also nicht so diese Standardprozedere. Ich meine, das sind auch wunderschöne Kleider. Ne? Aber wenn jemand irgendwie sagt, ich habe da eine ganz tolle Idee, kriegen wir da irgendwie eine Lösung für? Ich sage in der Regel nicht nein. Außer es ist jetzt statisch nicht machbar. Dann muss ich auch sagen, okay, tut mir leid, gegen die Schwerkraft kann ich auch nichts machen. Ne, aber ansonsten bin ich immer ein Freund davon zu sagen, wir gucken uns das einfach mal an, wir schauen, vielleicht finden wir irgendwie eine Lösung dafür. Und dann im Prozess ergibt sich dann immer was, wie man es irgendwie umsetzen kann. Also ehrgeizig. Das auf jeden Fall, ja.
Ja, cool. Ja. Aussicht, was hast du vor? Nächstes Jahr, wir sind jetzt 2020 gestartet. Mhm. Also dieses Jahr wird, glaube ich, ein sehr gutes Jahr. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt so kommt. Zum einen, klar, meine Privatpersonen, meine Privatkunden habe ich weiterhin. Da sind schon ganz tolle Kleider geplant. Das ist ja immer das Doofe, man darf halt nichts verraten vorher. Beziehungsweise ich mache es nicht, weil ich das auch nicht möchte. Mhm. Finde, vor der Hochzeit gehört sich das nicht. Ne, das sollte jede Braut für sich entscheiden, ob man da was sehen darf oder nicht. Das ist die eine Sache. Zum anderen steht schon die nächste Kollektion in den Startlöchern. Sie ist schon fast fertig, darf ich natürlich alle nicht zeigen. Aber ich habe sie gesehen. Ja, und die wird toll. Und ja. Ziel auf jeden Fall für dieses Jahr ist es, noch mehr Läden zu haben, mit denen ich kooperieren kann, die meine Kleider auch verkaufen. Weil ich habe halt auch viele Leute in ganz Deutschland verteilt, die meine Kleider schön finden, daran Interesse haben, aber sind einfach viel zu weit weg. Ne? Dass man sagt, man hat verschiedene Standorte in Deutschland, mit denen man kooperieren kann. Und mir ist es auch immer sehr wichtig, dass es passt. Also, dass die Boutique auch zu meiner Arbeit passt, dass sie halt dieses viel Wert auf dieses Persönliche legt, auf das Handgefertigte und nicht so diese Massenabfertigung, weil das ist auch überhaupt nicht meins. Also kleine, so diese kleinen Concept-Stores, die halt so mit viel Liebe zum Detail arbeiten und dass ich da noch mehr Standorte in ganz Deutschland erreichen kann und vielleicht auch den einen oder anderen international. Aber das ist noch nicht klar, das wird sich jetzt entscheiden in der nächsten Zeit, was da noch kommt. Aber es ist Großes geplant. In der nächsten Zeit werde ich mich wahrscheinlich auch vergrößern, weil es wird irgendwann halt super eng hier und wir brauchen mehr Platz. Oh, ich bin immer in den Laden verliebt. Ja, er ist wirklich süß. Es aber ist irgendwann braucht man halt einfach, wird zu klein. Ja, ja, klar. Ja. Ja, cool. Hast du Hobbys? Meine Arbeit ist mein Hobby. Ich arbeite sehr viel, von daher bleibt jetzt nicht so viel Zeit für irgendwelche außergewöhnlichen Hobbys. Und es ist ein richtiges Klischee, aber ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Ansonsten... Ich habe dich zu Sport versucht zu überreden, aber keine Zeit. Also sag mal, ich bin eigentlich ein sehr sportlicher Mensch, ich zeige es nur nicht so oft. Ja. Ich arbeite dran. Ansonsten halt das Übliche, viel Zeit mit Familie und mit Freunden verbringen, wenn man die Zeit dann hat. Oder sich die Zeit dafür nehmen. Das ist jetzt auch ein Vorsatz für dieses Jahr. Mehr Zeit sich auch zu nehmen für die Dinge, die man gerne machen möchte. Und ansonsten muss man halt auch einfach mal runterkommen. Ja. Also mal abschalten, auch wenn die Arbeit einem Spaß macht, um geistig noch fit zu bleiben. Ne? Weil das ist halt auch eine Herausforderung. Ja, definitiv unheimlich wichtig. Mhm. Ja, fällt dir noch was ein? Möchtest du uns noch was erzählen? Ja, was gibt's? Es gibt so vieles zu erzählen. Ja, wer Interesse hat, glaube ich, einfach mal anrufen, schreiben. Sehr gerne. Auf den sozialen Netzwerken findet ihr mich ja auch bei Instagram, Facebook etc. Genau. Und ansonsten einfach mal vorbeikommen, eine E-Mail schicken bei Interesse. Wenn Fragen da sind, bin ich jederzeit offen. Ja. Ja, cool. Dankeschön. Und, sehr gerne. Dann beantworten wir gleich noch ein paar Q&A-Fragen, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Danke.